Jo Leute, Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder was Besonderes. Ein neuer Meilenstein wurde von einem bestimmten Spieler erreicht. Und zwar, ja, ich befinde mich hier auf F1, also dem ersten fusionierten Server. Und ihr wisst es natürlich alle, hier spielt Strider drauf. Und Strider hat heute, oh, kurz vor Level Up. Strider hat heute es geschafft, die 400.000 Basis Main Stats zu erreichen. Ist jetzt 200.000 jeweils in beiden Attributen. Ja, das ist wieder eine Hausnummer, also ein neuer Meilenstein. Ja, 500.000 wäre natürlich der größere Meilenstein, sage ich mal, weil die Zahl einfach cooler ist. Aber das wird er nächstes Jahr erreichen, auf jeden Fall. Aber erstmal 400.000, das muss ihm erstmal einer nachmachen. Das hat hier vor allem auf dem Server, da ist er gar keine annähernd in der Nähe. Ja, 220.000, 114.000. Der Bobo Boggins. Oder Buggins. 133, 103. Ja, 160, 103.000 Seelenfeuer. Wie viel hat der? Der ist auch ziemlich hoch, ne? 180.000, 104.000. Ja, Quilp. Auch bekannter Spieler. 137.000, 106.000. Ne. Aber dann kommt einfach Strider mit 200.000 jeweils. Ja, also Leute, wenn ihr meine anderen Videos nicht gesehen habt, dann fragt ihr euch vielleicht jetzt, warum Strider hier so weit unten ist und nicht weiter oben mitspielt. Das ist, weil er halt keine Tränke drin hat und weil er sich absichtlich in der Ehrenhalle fallen lässt, damit er die Spieler, die über ihm sind, abfarmen kann, ja, und deren Gold absnacken kann. Das ist halt die, ja, die Beutegold-Taktik. Man kann täglich 100 Millionen Beutegold von einem Spieler oder von insgesamten Spielern an einem Tag, ja, absnacken, erhalten, und das macht Strider halt jeden Tag, und deswegen ist er permanent weiter unten, obwohl er ja eigentlich bei Weitem der erste Platz wäre. Die Gilde, der ist ja in der Sarah Tang. Wo ist Strider da? Ihr Shadow spielt ja auch hier drauf. Ist ja Platz 1, ne? Auch ein sehr starker Spieler eigentlich. Der hat auch sehr viele Dungeons, glaube ich, noch offen. Habe ich mal gehört auf jeden Fall. Strider ist hier Offizier. Okay. Ja, die Gilde ist auch ziemlich stark. Hat sich aber mittlerweile jetzt, ja, festgefahren. Hat ihren Platz gefunden in der E-Hof. Sind die auf Platz 5. Und da werden die auch, denke ich mal, bleiben. So plus, minus 1, 2 Plätze vielleicht. Ja. Ich bin halt gespannt da hier auf Earth, Wind & Fire. Sobald der dritte fusionierte Server rauskommt, dann, ja, wird die Gilde ordentlich gepusht werden. Ich habe natürlich wieder meine Liste hier offen für euch. Genau, da ist wieder der Jahresscan und der Scan von heute, wo Strider die 400.000 Mainstat erreicht hat. Mainstat sage ich, die 400.000 Basis Punkte in den beiden Mainstats. So rum. Genau, ich habe, ihr werdet jetzt nicht die Spieler sehen von Fusion 1 und Fusion 2, weil, ja, da habe ich die Spieler nicht manuell in der Datei geändert, in der SF-Tools-Datei. Weil man kann ja leider Spieler, die fusioniert wurden, nicht mehr mit ihrer vorherigen Spielwelt vergleichen. Ja, das geht nicht mehr. Ich habe Strider jetzt manuell umgeschrieben, damit wir ihn sehen, aber die anderen fusionierten Spieler, die können wir nicht sehen, leider. Aber ist ja nicht so schlimm. Es geht ja jetzt diesmal nur um Strider. So, dann sortiere ich mal. Denn dann seht ihr, wo Strider aktuell steht. Genau. 400.000. Das ist schon so eine richtig fette Hausnummer. Also Strider spielt hier echt in seiner eigenen Liga. Fast 20.000 Basispunkte über 3K. Und 3K ist ja nur so hoch, weil er halt auch wieder das Beutegold so krass, das ich gerade erwähnt habe, das Beutegold so krass ausgenutzt hat. Ja, da habe ich auch ein Video gemacht. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal suchen. Ja, verlinken werde ich das, glaube ich, jetzt nicht. Genau, hier der Scythe, auch sehr, sehr, sehr gut dabei. Fast Platz 2. Ja, 230 Punkte fehlen ihm. Dann wäre er Platz 2. Hat auch einen guten Abstand zu der Nachteule hier. Nachteule 373.000, Scythe hat 381.000. Aber ja, hier der Abstand von 3RK
Und Strider ist einfach, ja, der ist immens. Und ihr seht hier, wie krass Strider von der Ehre abgefallen ist. Aber da, achso, nee, warte, das ist, genau, das ist von seinem alten Server noch, von S10 US. Nee, also bei der Ehre braucht ihr das gerade nicht schauen. Das sind ja über 1 Million, ne? 1.732.000. Nee. Aber hier die Rüstung könnt ihr sehen. Also ihr seht, dass Strider hier seine Tränke rausgenommen hat. Er war hier auf 101.000 insgesamt bei den Potions und ja, sonst eh nix. Genau, hat sich geändert. Aber ja, das wegen den Potions, da hat er einiges dann abgenommen bei den Total Stats. Und er könnte eigentlich viel höher stehen. Ich habe vorhin schon mal nachgesehen. Warte, ich habe hier noch einen Rechner offen. Na ja, genau. Können wir mal kurz ausrechnen. Er hat gerade 677.572. Und das einfach mal 1,25 für die Potion. Und dann wäre er auf 846 oder aufgerundet 847.000 Total Stats. Und das ist halt auch nochmal eine Menge mehr als 3K, also 30.000 Total Stats ziemlich genau, wäre er über 3K. Also Strider ist wirklich, was die Stats angeht, in einer ganz, ganz eigenen Liga. Da, also da, das soll ihm erstmal eine nachmachen, so. Ja, also so viel dazu. Ich habe hier Strider auch extra, genau, das ist der einzige Spieler vom 3.10. heute. Also die anderen Spieler werden ein wenig weiter vorne, aber nur um ja, ein paar wenige hunderte Stats. Ich habe nur Striders Server nochmal heute aktualisiert. Und die anderen Server sind alle vom Stand vom 1. Oktober. Genau. Wir können ja nochmal nachsehen, wo Strider im Jahresanfang war. Genau, da war Strider auf 400.000, Scythe auf 381.000. Das merken wir uns mal ganz kurz. Und dann gehe ich hier runter und sortiere neu. Wo ist er da? Auf 324.000 und Scythe war auf 310.000. Ja, okay, also Scythe kann aber ganz gut mithalten. Warte, das sind jetzt 14.000 Unterschied. Okay, aber Strider hat aufgeholt, weil, also ich muss jetzt nochmal nachsehen. 14.000. Am Jahresanfang war der Unterschied zwischen Scythe und Strider. Und jetzt sind es ja 19.000. Okay, also Strider holt gut auf. Der legt einen guten Abstand hin zu Scythe. Auf jeden Fall. Ja, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. DFPS war ja eigentlich Platz 2 am Jahresanfang. Aber jetzt Platz 7. Ja, der FPS wurde leider gebannt. Ja, die Potions rennen auch gerade aus bei ihm. Ja, das ist ziemlich schade, der wurde gebannt, der hat einen Bug ausgenutzt, also oder einen Exploit. Ja, da werde ich vielleicht auch noch ein Video dazu machen, mal schauen. Ja, ziemlich schade auf jeden Fall, einer der allerstärksten Spieler wurde gebannt. Ja, Platz 2 in den Stats, ihr habt es ja gesehen gerade, zumindest am Jahresanfang. Ja, ich weiß nicht, warum man als so ein großer Spieler, also so ein guter und hoher Spieler in den Base Stats oder allgemein in den Stats noch ja, als nötig hat, so einen Exploit auszunutzen. Das war ein Gold-Exploit. Der hatte dann irgendwie, ich glaube, 50 Milliarden Gold oder sogar noch mehr. Ja, ganz verrückt. Nee, ich glaube, das waren sogar Stats. Das war das, glaube ich, er hatte genügend Gold, um sich 50.000 Stats, Basis-Stats, dazu zu verdienen. So war das, glaube ich. Also, das ist wirklich extrem gewesen. Ja, also ich kann dann nochmal ein eigenes Video dazu machen, muss ich schauen. Ich muss mich da auch nochmal in die Materie einlesen. Aber wir gehen nochmal kurz zurück zu Strider Server. Genau. Ja, also Strider hier. Also das sieht echt nice aus. Bei beiden Stats eine 2 jetzt davor zu haben, 200.000. Echt krass. Ja, es gilt auch gleich. Also ich muss sagen, ja. Ihr wisst ja meine Meinung zu der Beutegold-Taktik. Ja, ich feiere es nicht so, dass er halt da unten mitspielt. Und obwohl er eigentlich oben wäre. Strider ist halt jetzt auch gar nicht mehr in der EO vertreten. So, das ist jetzt Shadow. Shadow ist hier jetzt Platz 17. Ja, und Strider wird doch nie wieder in der EO sein. Und nie wieder Platz 1 sein, weil er halt gezwungen ist, die Beutegold-Taktik zu nutzen. Ja, jetzt sagen natürlich alle, er muss es ja nicht machen. Doch, muss er. Weil er will ja weiterhin auf Platz 1 bleiben vom Stand her. Deswegen ist er indirekt dazu gezwungen.
Ach ja, ich hasse immer dieses Argument, nee, er muss es ja nicht machen. Doch, er muss es machen, weil er will ja einfach noch immer competitive mitspielen können bei den Base Stats ja als stärkster Spieler. Und wenn du der stärkste Spieler bleiben willst und auch sein willst, ja, unter den Top 5, dann musst du schon die Beutegold-Taktik gut nutzen. Ich sage jetzt nicht, dass jeder von den Top 5 die Taktik nutzt, aber die wird auf jeden Fall von mehreren Spielern genutzt. Hier der Leon hat sie auch, glaube ich, eine Zeit lang. Und der nutzt sie aktuell, glaube ich, noch. Ihr seht ja, der ist von der R hier stark abgestiegen und 7 Plätze abgestiegen. Also ich glaube, der Leon nutzt die Taktik noch. Also der auf jeden Fall. Ja, und man muss sie indirekt einfach schon nutzen. Sonst kann man oben nicht mehr dauerhaft mitspielen. Deswegen ist er indirekt dazu gezwungen. Also bitte spart euch dieses Argument, dass man es ja nicht machen muss. Ja, also Glückwunsch an dich, Strider. Ja, weiter so. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, auf die 500.000. Das wird ein richtig fetter Meilenstein werden. Leute, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war ein kleines News-Video. Ja, danke fürs Zusehen. Und Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.